Hallo, willkommen zum Webinar. Können Sie hören? Okay, gut, dann fangen wir mal an. Heute werde ich Ihnen die Neuigkeiten in der JFolks-Plattform zeigen. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die ruhig im Chat stellen. Dann werde ich sie im Webinar zeigen oder auch schriftlich, weil mein Kollege Herrn Gurow Chat und er wird Ihre Fragen beantworten. So, in der JFrog-Plattform unter Hilfe der Karteileiter haben Sie What's New. In What's New Fenster sehen Sie eigentlich, was Neues in jedem Update gemacht wird. Also hier haben Sie Release Notes, was gemacht worden ist, und hier können Sie sich ansehen, was alles Neues gibt. Und die neuesten sind also die Hotkeys, Cruiser Pointer Synchronization, FIBO-ARCs und CIRCOVs und Chart Objects Display Periods. Also die werden angezeigt in der Navigation. Und das sind die Neuigkeiten, aber Sie können die ganze Historie von den Neuigkeiten hier ansehen und können hier das trainieren. Dann in der JFrog-Plattform oder Dukas Copy bietet jetzt auch Kryptohandel an. Also wir haben jetzt auf der Demo-Plattform auch Bitcoin US-Dollar, welches Sie jetzt handeln können. Und es wird demnächst auch im Live sein. Es werden auch später andere Instrumente oder andere Kryptowährungen dazukommen. Aber das ist jetzt der Anfang und demnächst ist es auch auf Live. So, okay, dann fange ich mal an. Also die Hotkeys können Sie unter Einstellungen und dann also generell können Sie das hier finden. Wenn Sie ein Macintosh, also ein Apple haben, dann ist es oben unter JFrog Karteireiter und dann haben Sie dort die Einstellungen, also Preferences. Und dann öffnet sich das unter generell und hier können Sie also eingeben die generell und hier haben Sie wir das neue Section, wo Sie die Hotkeys sehen. Bei den Hotkeys können Sie eigentlich, was angezeigt wird oder abspeichern der Arbeitsplatzes. Es gibt keine Hotkeys für das Öffnen der Ordern, weil das lässt eigentlich wir nicht zu, weil das ein Risiko zu großes Risiko bewirkt, dass man mit den Hotkeys eine Position eröffnet. Aber alles andere können Sie hier nachsehen, was Sie machen möchten. Dann haben wir hier die Disclaimers, also die Arbeitsfläche, wann sie abgespeichert wird, also beim Verlassen wird abgespeichert. Es wird automatisch nach 3 Minuten abgespeichert. Es werden Webinar-Benachrichtigungen angezeigt. Also das Widget, dass man das entkoppeln kann von dem Hauptfenster und auch ein Backup wird in den jCloud abgespeichert. Beim automatischen Abspeichern und beim Verlassen der Abspeichern, also wenn Sie das abspeichern, dann müssen Sie am besten immer einen neuen Path, also einen neuen Pfad, wo Sie es abgespeichert haben möchten, damit das
was jede 3 Minuten abgespeichert wird, nicht das überschreibt, was Sie eigentlich abgespeichert haben möchten oder beim Verlassen der Plattform, dass es nicht das abgespeicherte, was Sie überschreibt. Also das müssen Sie dann immer wissen oder beachten, wenn Sie irgendwas abspeichern und dann vielleicht einen neuen Pfad eingeben, damit das Abgespeicherte nicht verloren geht. Aus Versehen. Dann haben wir hier in der Periode, hier können Sie neue Perioden kreieren. Also Sie können, wir haben Standard diese Perioden. Unter dem jedem Instrument haben wir Standard all die. Und Sie können also weitere hinzufügen, dann öffnet sich hier die Untereinstellungen und hier können Sie dann, wie viele Ticks Sie haben möchten, also Stunden, auch 3 Stunden, wenn Sie haben möchten, und dann können Sie das einfach hier dazu legen. Wochenzeitraum basiert, also die Renko-Bars, Range-Bars, Umbruchdaten können Sie alles hier bearbeiten und danach haben wir noch die Berechnungseinstellungen, wie die Ticks berechnet werden, also von welchem Zeitraum aus werden die berechnet, ob das unendlich, also vom Beginn an oder von der letzten Woche. Das, wenn Sie unendlich eingeben, dann wird das einfach mehr Ressourcen brauchen, das Computer, damit das dann dauert es einfach länger mit dem dem Kreieren des Charts. So, Renko-Bars, also Calculation eingeben, dann die PNFF, dann Renko, Line Breaks und KG. Können Sie hier alles eingeben im Chart. Also hier Wochenbars, die auf 0 sind, können Sie hier eingeben oder anklicken, wie Sie es haben möchten. Tagesanfang könnte interessant sein wegen, weil beim Anfang des beim Anfang jeden, was Sie eingeben, also wir haben das Standard eingeben plus 2, weil dann der Sonntag, wenn der Markt sich um 22 Uhr GMT eröffnet, dann wird das verlegt, damit es um 0 Uhr an diesem Tag eröffnet und dann werden Indikatoren oder Strategien, die mit Indikatoren arbeiten, werden dann von einem vollen Montag bis zu einem vollen Freitag berechnet. Deshalb haben wir die Einstellung plus 2, weil am GMT hätten Sie dann am Sonntag einen 2-Stunden-Tag und dann hätten Sie noch am Freitag einen nicht vollen Tag. Und das könnte bei einigen Indikatoren, die auf Tagesbasis berechnet werden, irgendwas vielleicht Falsches anzeigen, deshalb haben wir diese Einstellung. Aber Sie können hier diese Einstellung auch ändern, wenn Sie es haben möchten. Hier haben Sie also noch die Zeichnungen, die Grids, wie die aufgeblendet werden und im Chartdarstellung, wie alles angezeigt wird, können Sie auch hier alles ändern. Weil unter den Instrumenten können Sie also Menge eingeben, also in Millionen, Lots, 1000 oder in Einheiten. Standard ist bei uns Einheiten, aber Sie können das auch also in Lots. Und dann sind 1000 Einheiten 0,01 Lot oder in Millionen werden das dann 0,01. Hier können Sie als eine Sicherheit eingeben die Menge, Maximalmenge, damit wenn Sie vielleicht ein kleines Konto haben, Sie möchten
10.000 vielleicht maximal handeln, dann können Sie das hier, also die Menge 0,01 eingeben und dann wird das maximal Möglichkeit wäre dann 10.000 Einheiten werden dann eröffnet und nicht mehr. Und dann haben Sie noch hier Slippage, die Sie eingehen können als Default, also als eine Voreinstellungen. Und das für Währungen, für die Gold, CFDs und für die Kryptowährung. Unter generell können Sie also die Plattform Zeitzone eingeben, wo Sie sind. Dann wie die Zahlformate in der Plattform angezeigt wird und dann haben Sie noch Einklickhandeln. Dann wird keine Anfrage gestellt, wenn die Order durchgeführt werden muss, dann wird dann noch nicht eine angefragt, ob Sie das wirklich machen möchten, also eine Sicherheitseinstellung. Dann haben Sie die Orderüberprüfung, das heißt, wenn eine Order, also ein Stop-Loss, falsch eingestellt wird, also wenn Sie eine Long-Position haben und der Stop-Loss dann höher eingestellt wird als der jetzige Preis, dann würde das heißen, dass der Stop-Loss sofort ausgeführt werden ist und dann würde die in dieser Orderüberprüfung das angeblendet werden, dass diese Order falsch ist oder dass der Order sofort ausgeführt wird. Und das können Sie dann also als Sicherheit, deshalb rate ich Ihnen eigentlich, es immer angeschaltet zu haben. Und dann haben wir hier noch Order-Benachrichtigung anzeigen, das heißt, jede Order, die durchgeführt werden wird, hier unten wird dann eine Fläche angezeigt, also blau, dass die Order, eine Order wurde durchgeführt. So, dann haben wir noch also die Highlight Distance und dann eine Default Max Slippage, also die Marktorder, dass eine automatisch eine Slippage schon für eine Marktorder da ist und die Maximal Slippage oder die Default Slippage ist die voreingestellt, also die 10 Pip dann automatisch für jede Order eingestellt. Auch können Sie für einen Stop-Loss für eine jede Order, für einen Take-Profit alles eingeben, die hier angezeigt wird. Aber wir lassen das jetzt vielleicht alles aus und dann zeige ich Ihnen das vielleicht dann später, wie das funktioniert. So. Dann kommen wir zu dem Chart. Also hier zeige ich Ihnen jetzt Euro, US-Dollar in Ticks. Und zuletzt hat mich mein Kunde gefragt, ob es möglich wäre, diesen Chart, diese Tick-Charts auch mit Kerzen anzusehen. Und hier unter den Art des Chartes haben Sie eigentlich Bereiche, Linien, Bars und Tables, also das wären die Zahlen. Und wenn Sie Kerzen angezeigt werden, dann können Sie das unter Indikators, also Indikator einfügen. Und dann haben wir so ein Custom Candle. Und bei diesem Indikator können Sie also hier können Sie bei der Ausgabe können Sie die Farben auswählen. Ja, Trend up, Trend unten, das ist Standard Grün, Rot. Dann die Durchsichtigkeit. Könnten wir dann auf
ist es nicht durchsichtig. Und dann hier können Sie ja auch schon im Hintergrund sehen, dass es anzeigt. Und dann haben wir hier noch eigentlich erweitert. Dann könnten Sie hier beim Erweitern eigentlich den Instrumenten eingeben. Wenn Sie mehrere Instrumente im Chart haben, könnten Sie dann ein anderes Instrument vielleicht eingeben. Im Zeitraum könnten Sie ein anderes Zeitraum eingeben als die Ticks. Und die Seite Brief oder Geldkurs können Sie. Also wir haben Geldkurs, wir können auch den Briefkurs. Sehen Sie im Chart, dass es sich dann, welcher Linie es sich dann befindet, oder? Und beim Hinzufügen sehen Sie eigentlich die Ticks im Chart. Und dann können Sie eigentlich mit den Hotkeys oder auch mit den hier unter diesem Auge, würde ich das mal sagen, den Chart Layers, können Sie dann die historischen Chartpreise einfach löschen. Und dann haben Sie hier in Ticks die Ticks haben Sie als Chart, als Kerzen angezeigt. Können Sie auch so handeln. Sie könnten auch Rechtsklick eingeben und dann Indikator ändern. Sie könnten auch mal 10 Sekunden auswählen und plus, das wäre eigentlich hier, könnten Sie einfach 10 Sekunden nehmen und Kerzen, aber Sie können dann auch plus noch den Chartpreis sehen, dann müssen wir hier unter Indikatoren ändern, noch die Ausgabe, also dann sagen wir mal 50% ändern, vielleicht weniger, 60, und dann sehen Sie eigentlich die Ticks und dann noch dazu die Kerzen in 10 Sekunden. Wäre alles möglich mit den Custom Candles. Ansonsten können Sie das ja auch, wenn Sie die 10 Sekunden Kerzen haben möchten, einfach hier Kerzen. Und dann haben Sie hier in diesem Fall würden Sie jetzt, es ist ja hier haben Sie Geldkurs und die Custom Candles sind die Briefkurse. Also sind sie übereinander. Also Geldkurs, Briefkurs könnten Sie jetzt die beiden sehen. Bei 10 Sekunden. Das aber, wenn Sie vielleicht hier etwas anderes eingeben, sagen wir mal jetzt eine Minute, sehen Sie im Hintergrund, okay, logisch wäre eigentlich hier 10 Sekunden eingeben und dann könnten wir hier vielleicht es ändern auf eine Minute und dann könnten Sie das hier vergleichen mit 10 Sekunden. Briefkurs setzen und dann haben Sie beide in einem Chatfenster. So, ich schaue mir mal in dem Chat, hat jemand eine Frage? Nein, bis jetzt nicht. Also Sie können die Fragen hier stellen. Im Chat und dann könnte ich sie Webinar zeigen. Okay, gut, dann machen wir mal weiter. So, dann was anderes Neues. Also hier sehen Sie die Plattform. Also oben haben wir die ganzen Karteien, wo Sie Arbeitsplatz abspeichern können, sich neu laden, abmelden, Konto, ein Live-Konto eröffnen, Demo-Konto, noch ein Demo-Konto einstellen. Mein Konto, das wären die Einstellungen. Unter My
Mein Konto öffnet sich das Konto. Hier hätten Sie also Ihren Kontomanager bei der Lucas Copy. In meinem Fall ist das mein Kollege. Und hier könnten Sie dann, also hier können Sie auch anfragen, zu Ihrem Kontomanager ein Callback, ein Message, das eine Message zu ihm schicken, dann noch den Leverage eingeben unter mein Konto und dann noch das Weekend Leverage. Dann können Sie hier für die Bonusse sich anmelden und dann noch ein Stop Loss, Margin Mode, Trading History, Consolation, Community können Sie sich auch anbinden, dann können Sie Strategien dort importieren und so weiter. Okay, ich sehe im Chat werden Fragen gestellt. Lassen Sie mich das jetzt mal ansehen. So, eventuell später kurze Demonstration über Verwendung von Strategien automatisiertes Handeln. Doppelklick oder markieren und dann den Chart verschieben bei der Option. Eventuell später kurze Demonstration bei per Doppelklick oder, okay, später mit der Strategie, per Doppelklick oder markieren und dann im Chart verschieben. Also ich vermute, das sind über die Ordern, die Sie verschieben möchten, also die Pending Ordern. Okay, ich kann es Ihnen jetzt kurz demonstrieren. Also nehmen wir hier ein neues GPB USD. Also das Wichtigste ist immer, also es ist Standardeinstellung, aber das sehe ich Ihnen unter der Einstellung generell, unter dem Karteireiter Einstellungen und dann generell, dass Sie hier unter einen Haken haben unter Charthandel. Das wäre das Wichtigste. Dann können Sie also im Chart können Sie jetzt mit der rechten Maustaste können Sie einen Verkaufslimit, Kauf-Stop-Loss beim Geldkurs, beim Briefkurs eingeben, Briefkurs setzen. Wenn Sie wieder darunter dem Preis ist, dann können Sie die Gegenseite, also einen Kauflimit setzen, Verkauf-Stop-Loss, Verkaufsstopp bei Geldkurs und einen Geldkurs setzen. Und hier können Sie mal einen Kaufmarkt ausführen, also zum jetzigen Preis und eine Verkaufmarktausführung und einen Set Price Alert eingeben. Das können Sie beim Handeln. Sie können auch natürlich hier im Order Panel alles eingeben, wie Sie es haben möchten. So, dann haben wir noch ein New Order Widget. Wenn Sie hier drauf drücken, also zu diesem roten grün, dann können Sie hier auch die Ordern, wenn Sie einfach ziehen, können Sie eine Order direkt eingeben. Und beim Ziehen und Halten können Sie jetzt eine Limit Order oder eine Stop Ask Order Long eingeben oder hier Verkauf. Wenn Sie direkt auf den Button drücken, dann wird Ihnen eine Order auf dem Markt zum jetzigen Markt. Und hier haben Sie noch die Menge, die Sie eingeben können. Lassen wir mal das testen mit der Maximalmenge. Also gehen wir jetzt 0,002 ein. Drücken wir jetzt zum Markt Long. Das ist jetzt die Order senden. Die Order wurde gesendet. Lassen Sie mich das jetzt mal überprüfen.
Ah, ich hatte 0,01, ich habe jetzt 0,02 eingegeben. Also lassen wir das noch einmal ausprobieren. Sollte dann 0,02 sein. Und hier wird dann diese Warnung gegeben, dass Sie eine Voreinstellung von 10.000 haben. Möchten Sie weiterführen, ja oder nein? Das ist diese Nachricht. Auch beim Drücken, Sie jetzt das Maximal eingegeben haben, dann wird Ihnen noch einmal eine Order-Vorschau eingegeben. Das ist diese Sicherheit. Wenn Sie beim Einklick handeln, hier können Sie das auch unten in der Mitte, haben Sie einen Klick. Warten Sie mal kurz, ich nehme dieses Laser und hier einen Klick haben Sie. Oder auch unter Einstellungen generell können Sie hier einen Klick finden. Wenn Sie das bestätigt haben, dann können Sie eine Order direkt im Markt senden. Das wird dann ohne Abfrage gesendet. Das ist diese Vorschau, die als Sicherheit, das können Sie auch auswählen, ob Sie das haben möchten oder nicht. So, zu den Ordern. Wir haben jetzt die Orders hier im Chart. Also Sie können eine Order im Chart auch hier löschen, also den X drücken. Dann können Sie hier, also bei der Long-Position, die in grün eingefärbt wird, haben Sie den Take Profit und dann können Sie das einfach hier ziehen und die Take Profit wird gesetzt. Unten unter diesem Chart, was ich eingebe, sehen Sie eigentlich diese blauen Fenster, die sich aufpoppen. Das sind die Nachrichten, die sagen, welche Ordern durchgeführt werden. Dann können Sie auch hier bei der Order den Markt eingeben. Take Profit, also Long, ist nach unten, Stop Loss nach oben. Sie können auch drücken und rechte Taste auswählen und dann hier die Position Stop Loss ändern und dann können Sie hier eine direkte Zahl, wenn Sie im Chart vielleicht nicht direkt eingeben können, dann können Sie das hier also, sagen wir mal, 40 eingeben. Den Trailing Step können Sie auch hier auswählen bei Stop Loss und dann können Sie das übermitteln. Das wäre die Möglichkeit. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet mit dem Doppelklick. Also es ist noch leichter jetzt, da wir diese neuen Blöcke eingebaut haben, die Sie jetzt einen Take Profit einfach beim Ziehen oder Sie können Doppelklick haben, dann wird auch diese angegeben, dass Sie diese Order ausgewählt haben und dann einfach ein Take Profit oder Take Profit jetzt ändern und dann können Sie hier direkt den Preis eingeben. Das können Sie auch bei den Ordern machen. Oder in der Plattform können Sie auch unter dem Tabs können Sie auch hier alles ansehen, welche Aufträge, also die Stop Loss, Take Profit, können Sie auch hier alles ändern, klicken oder hier auch Position draufdrücken und dann hier rechte Maustaste. Sie können hier die Ordern anpassen. Hier haben Sie den Marktpreis, den Stop Loss eingesetzt, den Take Profit. Unter Aufträge haben Sie die Aufträge einzeln angezeigt. Hier haben Sie die Distance, also wie weit entfernt es ist bis zur Ausführung. Bei Pending Ordern
Lassen Sie mich das mal anzeigen. Also Kauf Stop Geldkurs eingeben. Dann geben wir noch Take Profit und Stop Loss. Wird unter den Aufträgen, da diese Order eine Pending Order ist, dann werden der Stop Loss und der Take Profit mit IFD, das heißt also if done. Also wenn die Entry Order ausgeführt wird, dann werden die Stop Loss und der Take Profit im Markt gesetzt werden. Das heißt auch, wenn Sie jetzt schon ein Stop Loss, bei einem Stop Loss ein Trailing Step einsetzen, es würde heißen, wenn die Order ausgeführt wird, dann würde der Trailing Step nur dann anfangen zu funktionieren, zu dem Preis, wenn der Preis jetzt dann 10 Punkte in Ihre Richtung gehen, dann würde dann der Stop Loss angepasst. Nicht davor, also nicht beim sofortigen Senden, aber nur danach, wenn die Entry Order ausgeführt wird, dann wird der Stop Loss aktiv und der Take Profit. So, das wäre dazu. Okay, dann kommen wir zu der zweiten Frage. Das wäre jetzt mit den Strategien. Also Strategien können hier, sind die Standardstrategien, die schon als Standard angegeben wird, können Sie hier eigentlich laufen lassen. Also ein Expert Advisor und die Frage war später kurze Demonstration über Verwendung von Strategien automatisiertes Handeln. Also Sie können hier eine Strategie, die schon auf der JFX-Plattform verwendet, also von uns programmiert worden ist, können Sie hier also schon starten. Starten auf lokalem Computer heißt auf Ihrem Computer, wenn Sie den Computer abfahren, dann wird die Strategie auch aufhören. Starten auf Server heißt, dass die Strategie auf unseren Servern läuft und die würde dann nur, wenn Sie es abschalten, beendet. Und wenn Sie vielleicht eine Strategie mit Öffnung und Schließung und Ordern haben, dann würde es dann weiterhin auf dem Server, also die Orders schließen und eröffnen, wie es einprogrammiert ist. Und auf dem lokalen Computer nur dann, wenn Sie es eingeschaltet haben. Das zu dem, also Sie können auch unter Ansichten, Karteiansichten, können Sie die Strategien Editor, können Sie die Strategien und das ist der Strategie-Editor. Das eröffnet sich in einem neuen Fenster. Und hier müssen Sie die Java-Sprache kennen, damit Sie diese Strategie schreiben können und dann können Sie das Sie hier auch abspeichern in den Clouds und dann auch danach laufen lassen. Im Strategie, also meine Strategie öffnen können Sie hier Navigator. Bei mir ist das alles ein bisschen zusammengequetscht. Damit Sie das auch guter Qualität sehen, deshalb ist es so hier unter ich das alles mal schließe, damit so Strategien können Sie hier haben Sie beim Navigator haben Sie die Strategien
und Sie können eine neue Strategie eröffnen. Also wenn Sie in den Clouds gespeichert haben, können Sie eine Strategie hier in den Clouds finden. Wenn Sie in Visual J Forks die abgespeichert haben, können Sie sie auch hier abfragen oder auf Ihrem Computer, wenn sie abgespeichert ist. Sie können auch Strategien finden auf unserer Webseite unter den JSTOR. Können Sie Strategien finden, die andere Users gebildet haben. Oder Sie können auch in Visual J Forks, da gibt es Contests für Visual J Forks, die beste Strategie. Sie können sich dort Strategien ansehen und vielleicht mögen Sie eine von den Strategien, Sie können sie umbasteln mit Visual J Forks. Aber das heutige Thema ist die J Forks Plattform. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das zeigen, wie ein Expert Advisor oder wie man eine Strategie starten kann. Also Sie müssen sie hier bekommen, also Sie können hier unten, also im Tab können Sie hier sie öffnen und dann haben Sie eigentlich den Clouds oder auf dem Computer können Sie dann sie auf der JForks bekommen. Sie muss in Java sein oder Sie können das durch den Navigator auch öffnen. Das wäre dasselbe. Hier öffnen oder Strategie öffnen. So, okay, das wäre zu den Navigator Instrumente. Und dann haben wir hier den Order Panel, den es ist in farbig, wenn nichts hier angehakt ist, dann können Sie direkt eine Order senden, wenn Sie hier auf diesen Panel drücken. Und Sie können auch die gelben Briefkurse setzen. Wenn Sie schon in den Order Panel etwas aussuchen, dann werden sie in grau und sie können die Order nicht mehr ändern oder nicht mehr im Markt senden von hier aus, aber sie können dann hier alles eingeben, aber sie können auch eine Marktausführung hier übermitteln. Das dazu, den Take-Off, sie können eine sofortige Order, aber sie können natürlich auch unter den Einstellungen den Einstellungen können Sie auch hier also generell und sagen, ich möchte die Default von Slippage Stop Plus und für den Take Profit haben. Hier lassen wir mal ein bisschen umändern. 20, der Eintrittspreis ist und der Take Profit wäre 200 Pips. Und OK abspeichern. Und dann, wenn Sie jetzt eine Order aussuchen, dann sehen Sie hier sofort, ist Order, also der Briefkurs, und dann haben Sie automatisch schon einen Stop-Loss der 50 Pips und einen Take-Profit der 200 Pips von dem aktuellen Preis entfernt gesetzt. Market Slippage ist nicht dabei, weil beim Briefkurs, also beim Limit Order, haben Sie kein Slippage. Bei den Stop Ordern, die ohne Slippage beim Limit haben Sie, also bei Limit Ordern wird das bis zu, muss der Preis den Preis erreichen, dann wird sie ausgeführt, aber beim Brief, beim Stop-Order können Sie einen Slippage haben. Das heißt, wenn der Kurs, der Preis erreicht worden ist und es
hüpft dann wieder zurück, dann wird die Order dann noch ausgeführt. Und bei den Mit-Ordern haben Sie auch automatisch einen Slippage. So, dann haben wir hier die Markttiefe. Also Sie sehen den aktuellen Preis, die Angebot in Millionen und den Preis, was angeboten wird. Und in der ersten Reihe sehen Sie die besten Preise und danach die Levels. Standard ist bei 5, werden 5 angezeigt, Sie können auch 10. Bei einer Fix-API, die Sie anfragen können, Sie können Sie auch die ganzen restlichen Levels ansehen, wenn Sie es haben möchten. So, das dazu. Wir dann, also unter dem Konto, den Karteireiter unter Konto haben Sie, okay, mein Konto, haben Sie gesehen, ich konnte den Leverage einstellen, für die Bonus sich anmelden. Ich konnte mich dann auch das Konto, also den Stop-Loss können Sie hier auch setzen, eine Margin-Mode, ob sie jetzt Partial Hedge heißt, wenn Sie den Use of Leverage auf 200 erreicht haben, dann werden die Partial gehedged, die Position, also teils auch mit Gegenposition eröffnet, oder ein Total Close, also werden die Positionen dann geschlossen. Können Sie hier den Margin-Mode auswählen, Stop-Loss. Und hier unten haben Sie FX Community. Das wäre auch dann interessant für die Strategien. Wenn Sie die Strategien abspeichern möchten im Visual JForex oder auch in Community, Sie im JSTOR haben, Sie möchten sie in Clouds absprechen, dann müssen Sie ein Community-Konto haben und Sie müssen sich dann hier, damit Sie die dann auf der JForex bekommen, müssen Sie sich hier anmelden und dann es Sie anlinken lassen, damit die Strategie, damit das Konto dann verlinkt ist und dann können Sie die die Daten, die in den Clouds abgespeichert sind, abfragen. Das wäre zu Konto, Kommission, dann können Sie Ihre Kommissionsstufe sehen, Rollover-Gebühren, das wären die Rollovers für jedes Instrument und dann noch welchen was ist Ihre Rollover-Policy für Ihr Konto? Können Sie das hier ansehen? Standard ist 20, Advanced und dann Premium, wenn alle Positionen meistens nicht über Nacht gehandelt werden, dann haben Sie 90. Wenn es unter 20% sind, dann ist das regulär und dann haben Sie eine andere Stufe für die Policy. Die Policy können Sie hier die ganzen Preise für die Rollovers ansehen. Social Signal Trading können Sie sich anmelden und ein Social Trader einen solchen Trader verfolgen, können Sie hier, aber kommen wir ja zu der JForex, also hier im Logbuch haben Sie die, die Kontoeinstellung, können Sie sich ansehen und welche Geräte autorisiert sind, in die JForex-Plattform Ihr Konto anzusehen, können Sie auch hier einstellen, Portfolio, heute gehandelt, Position, das sind die ganzen Reports,
Nachrichten, die gezeigt werden, also die Marktnachrichten, die Wirtschaftskalender, Feiertagskalender, Zinssätze, Forex-Rechner, der Margin-Level-Rechner. Hier werden die Benachrichtigungen angezeigt, also die über ein Webinar und so weiter. Signal Trading aktivieren, Epic Spider, JSTOR, der Visual J Forex, die Ansichten also für den Strategie-Editor und den, also hier können Sie auch mit dem Strategietester können Sie eine Strategie mit den historischen Daten vergleichen und testen lassen. Hier können Sie auch die historischen Daten dann auch als Excel-File herunterladen. Sprache eingeben, den Background ändern, das Zoomen der Plattform. Hier ist die Einstellung und unter Hilfe haben Sie den Chat, wo Sie jede Frage stellen können. Forum, zum Forum können Sie dort andere Fragen von Usern ansehen und sehen, was beantwortet worden ist. Das ist auch ein Forum von anderen Usern, die gegenseitig Fragen stellen und beantworten. Ein Problem melden zu der Plattform, Benutzerhandbuch, Videotutorials, das wäre vielleicht interessant für Sie. Hier haben wir also in unserem Wiki, das ist der Dukascopy Handbuch. Haben wir hier auch in englischer Sprache haben wir hier über 30 Videos über die Plattform, wie man alles macht. Hier haben Sie How to Link, also ein FX Community Account zum Trading Account. Können Sie sich das ansehen, wie das gemacht wird, also was ich Ihnen hier gezeigt habe, wo man das findet. Können Sie das hier alles ansehen, wie was gemacht wird. Und das ist ein Hilfswerk. Hier haben Sie dann noch für die Binary, also ein Manage-Account, wird dann erklärt, wie es funktioniert. Und hier im Wiki haben Sie auch noch die ganzen, generell über der JForex-Plattform können Sie eigentlich alles ansehen und lesen, wie die Plattform funktioniert, wo Sie was drücken müssen. Über das Interface, also für die, wie die Plattform eingestellt ist, können Sie sich das eigentlich ansehen, durchlesen, was jeder Eingang bedeutet oder jeder Klick. Hier können Sie das alles, Sie können auch im Suchfenster alles eingeben, wenn Sie direkt was wir haben hier auch, also die Strategien können Sie, Creative Strategy, Strategy Tutorial, Examples, Parameters. Hier wird eine Strategie aus. Schon, also wie man sie jetzt starten kann und können Sie das alles hier im Wiki ansehen. Jetzt können Sie auch unter der Hilfe haben wir hier was New, Video Tutorials, Benutzerhandbuch. Ist der, ja, der Wiki. Können Sie dann alles hier auch finden. So, ja, dann schaue ich mir mal im Chat an. Vielleicht haben Sie noch irgendwelche Fragen.
Weiter. Also hier unten haben wir noch, also ganz unten, also ganz unten. Links haben wir Ihr Kapital, was auf der Plattform ist, die nutzbare Margin, die Sie benutzen können, die benutzte Margin, die Sie schon benutzen, und dann noch der Gewinnverlust der jetzigen Öffnung Position und die Hebelnutzung. Der Einklickhandel, ob er aktiv ist oder nicht, aber Sie können das hier auch abschalten. Dann die Mitteilungen. Hier haben wir die Strategien, die Mitteilungen zu dem Verlauf, was Sie direkt gemacht haben. Also hier sehen Sie, wann ich mich eingeloggt habe zu dieser Plattform, und dann haben wir um die erste Order gesendet mit Standard-Slippage, also das wäre der Minimal-Slippage für jede Order. Dann wurde die Order akzeptiert und durchgeführt. Hier haben wir dann eine neue Order gesendet, also eine 2000er-Order. Also das war die 2000 Order, die wurde dann durchgeführt. Und dann haben wir hier, dass wir eine neue Order gesendet haben, eine 1000er Order. Und Sie können das hier alles eigentlich ansehen, was gemacht worden ist, welchen Preisen, und das ist eigentlich was wir benutzen, Sie können sich das ansehen und sehen, was eigentlich passiert ist, und Sie können sich immer dann Docs verlassen, sich darauf verlassen. Also wir sind transparent und Sie können sich das alles dann ansehen hier in der Mitteilungen. Wenn Sie die Plattform herunterfahren, dann können Sie diese Logs auch unter Konto Logbuchaktivitäten finden, Berichte und Logbuchaktivitäten. Dann haben Sie hier auch angezeigt, also das wären die gleichen, also das wäre hier der Eingang der Order. Hier haben Sie dann die Order gesendet. Dann wurde sie vom Server angenommen, akzeptiert. Dann haben wir auch die Serverzeit, weil das ist die Zeit von der Plattform, von dem Kunden, von Ihnen. Und das wurde dann akzeptiert. Dann sehen Sie eigentlich, das wurde in der gleichen, also minimal Millisekunden wird es passiert, und dann wurde die Order gesendet worden ist, und dann hier ist, dass die Order ausgeführt worden ist, und das alles ist in den selben Sekunde durchgeführt. Dann schicken Sie hier eine Open Long. Und so weiter, können Sie sich das alles ansehen. Ach, stimmt, wir haben diese Blöcke benutzt, und deshalb wurde eine Order gesendet, und dann wurden diese Blöcke gezogen, deshalb haben wir jetzt den Take Profit, und den, was er gesendet worden ist.
wann er angenommen worden ist. Kann man das alles hier eigentlich ansehen, was gesendet worden ist und wann akzeptiert worden ist. Und unter Field heißt, dass eine Order durchgeführt werden ist. Und hier ist das letzte, wo alles angegeben worden ist. Wann eröffnen, Take Profit angegeben, Stop Loss, dann haben Sie die ganzen Konditionen unter einem Fenster. Hier noch einmal die Nachricht, dass es gesendet worden ist. Alles hier alles akzeptiert oder angenommen und ist auf dem Markt. Das zu den Logbuch. So, eine Stunde ist schon rum. Eigentlich war es das dann für das Webinar. Also im nächsten Monat haben wir dann noch einmal ein Webinar. Dann wird mein Kollege Herrn Gurov es führen und dann zeigt er wieder alles von vorne, also die ganze Plattform für Beginner. Und dann in 2 Monaten, dann zeige ich Ihnen wieder, was Neues gibt und was Sie vielleicht, wenn Sie Fragen haben, können Sie dann auch die dort stellen und dann können wir dann. Können das eigentlich auch Fragen stellen, bevor das Webinar ist. Vielleicht können wir dann das dann interessanter gestalten. Dann können Sie die Fragen schon an mich. Ich kann Ihnen dann meine E-Mail mal geben. Dann können Sie direkt senden, welches Thema Sie vielleicht sprechen möchten im nächsten Webinar. Und dann können wir das dann im nächsten Webinar kann ich Ihnen das zeigen und können wir das dann besprechen. Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank.